Liebe Freunde, wir sind hier, um über Moodle zu sprechen und Moodle im Fremdsprachenunterricht. Und darüber wird unser Gast aus Slowenien, Andrea, berichten. Andrea, so, danke Nadja für die kurze Vorstellung. Ich grüße alle recht herzlich. Ich bin sehr froh, dass schon 14 Teilnehmer in der Lernplattform sind, beziehungsweise hier bei unserem Webinar. Wie angesagt, erzähle ich heute ein bisschen über Moodle im DAF-Unterricht. Aber zuerst sollen wir uns ein bisschen... Aha, jemand schreibt sehr leise. Ist es jetzt besser? Aha, okay. Also ich stelle mich zuerst vor, dass wir ein bisschen wissen, wer ich überhaupt bin, was ich so mache. Also Moodle im DAF-Unterricht, beziehungsweise heute schon gemoodle, wie man da so schön sagt. Also ich habe seit fast 10 Jahren im Gymnasium in Novo Mesto in Slowenien gearbeitet. Ich habe in dieser Zeit ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt. Ich war nicht nur Lehrerin, sondern die ganze Zeit auch eine fleißige Schülerin. Das heißt, ich habe in dieser Zeit an sehr vielen Kursen teilgenommen. Ich wollte immer mich ein bisschen verbessern und was Neues lernen. Seit November arbeite ich als Staff-Assistentin an der Uni in Ljubljana. Ich leite da Übungen für angehende Lehrkräfte für künftige Deutschlehrer. Und in den letzten Jahren habe ich in Slowenien ganz viele und unterschiedliche Kurse für DAF-Lehrer geleitet. Also fachlich und wissenschaftlich interessiere ich mich vor allem für Wortschatzlernen. Das war auch das Thema meiner Doktorarbeit. Das Testen im DAF-Unterricht ist auch ein solches Thema, das mich sehr, sehr interessiert. Frühes Fremdsprachenlernen. Ich habe selber zwar keine Kinder, aber es hat mich seit immer interessiert, wie Kinder lernen, beziehungsweise wie sie eine Fremdsprache lernen. Das finde ich als so eine magische Welt. Und natürlich neue Medien, also Computer im Unterricht, Tablets und so weiter. Ich habe früher, wie ich gesagt habe, in einem Gymnasium gearbeitet. Das sehen Sie hier auf der linken Seite. Das ist im Südosten von Slowenien und momentan an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana in der Hauptstadt. Novo Mesto ist eine kleine Stadt, sieht wie eine Halbinsel aus, umarmt mit dem Fluss Krka und ähnlich sieht auch die Hauptstadt aus, in der Mitte die Burg. Und wieder ein Fluss. Irgendwie bin ich mit Flüssen verbunden. Ich glaube, dass es irgendwie eine Metapher für mich. Mit einem Fluss kommt immer wieder etwas
Neues, neue Ideen, etwas Neues, was man zu lernen hat und das Alte, das, was man nicht mehr braucht, fließt irgendwie weg. Also was ich heute mit Ihnen gerne machen möchte, was mein Plan ist, ich werde zuerst die Moodle-Lernplattform ein bisschen vorstellen, dann erzähle ich über meinen Einsatz in der Moodle-Lernplattform, also wie ich Moodle im Unterricht benutze. Und weiter werde ich vor allem für Neulinge, für neue Moodler eine kurze Präsentation machen, wie man eigentlich einen Moodle-Kurs gestalten kann. Also vor allem geht es hier für die, die noch nie Moodle benutzt haben. Moodle existiert schon ungefähr seit 10 Jahren, aber noch immer wird das von einigen nicht benutzt. Die meisten denken, dass es sehr viel Arbeit verlangt oder dass es irgendwie zu schwer ist, aber ich möchte heute zeigen, dass das nicht der Fall ist, dass man ganz leicht und ganz schnell die Moodle-Plattform benutzen kann. Also wir lernen, wie man einen Kursblock vorbereitet, wie man Dokumente hochladen kann. Wie man Links einfügen kann, zum Beispiel von YouTube oder von anderen Webseiten, wie man eine Dateimappe erstellt und wie man Aufgaben und Glossare anwenden kann. Das waren auch die ersten Sachen, die ich selber als Moodle-Benutzerin verwendet habe und das verwende ich noch heute. Ach schön, Irina war schon in Slowenien, das freut mich sehr. Okay, also was ist überhaupt Moodle? Es geht um eine Online-Lernplattform, das ist eigentlich ein Softwarepaket, das kann man auf der www.moodle.org finden. Hier sehen Sie auch ein Bild. Es geht um eine frei verfügbare Open-Source-Software, die man braucht, und man kann mit dieser Software Online-Kurse entwickeln und durchführen. Jede Institution, jede Schule kann eine Moodle-Plattform haben. Man braucht dafür nur einen Server, wo alles betrieben wird. Und das findet man auf dieser Seite. Also meistens schlage ich den dass sie sich mit Computerlehrern verbinden. Sie wissen, wie man eine Moodle-Lernplattform einstellen kann und den Lehrkräften und den Schülern zur Verfügung stellen kann. Wenn das von der Schule
beziehungsweise von der Uni betrieben wird, dann hat man als Kursleiter gar keine organisatorischen Probleme. Man sorgt nur dafür, dass man Inhalte, Aktivitäten, Materialien in die Lernplattform gibt und dass man den Kurs selber so gestaltet, wie man will. Also aus der organisatorischen Sicht sind Computerlehrer vielleicht viel besser als DAF-Lehrer. Also wie gesagt, auf dieser Webseite www.moodle.org findet man alle nötigen Informationen über Downloads, über Betreiben und so weiter. So, wie sieht eine Moodle-Seite, ein Moodle-Kurs überhaupt aus? Ich habe hier ein Bild von einem Kurs, den ich in diesem Jahr habe. Man sieht eigentlich drei Teile, eine linke Blockleiste, eine mittlere und die rechte Blockleiste. Wir lernen gleich, was man mit diesen Leisten machen kann, aber das in der Mitte ist eigentlich der Kurs mit allen Inhalten, die ich in die Lernplattform gestellt habe, mit dem Unterrichtsmaterial, mit den Aufgaben und so weiter. Also was man eigentlich mit der Moodle-Lernplattform machen kann und warum ich das verwende, ich habe es sehr gerne, dass alle Unterrichtsmaterialien auf einem Platz sind und den Schülern zugänglich sind. Ich hatte früher eine eigene Webseite, und ich musste immer wieder den Schülern den Link zu dieser Webseite schicken. Hier sind auch alle Aufgaben auf einem Platz, nämlich Moodle ermöglicht auch viele Aufgaben. Was ganz gut ist, ist das Bewertungssystem, das von Moodle angeboten wird. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Online-Hilfe für die Schüler anzubieten, als Forum, als Chat. Und von einem der größten Vorteile ist, dass der Kurs, den wir vorbereiten, sehr übersichtlich ist für uns und für die Lernenden. Ein weiterer Vorteil ist, dass Schüler wirklich individuell und autonom lernen können. Sie haben die Materialien jederzeit zur Verfügung. Sie können selber sich die Zeit nehmen, wann sie das machen und was sie eigentlich machen. Sie können ihr eigenes Tempo wählen, das heißt lernen, wann sie wollen. Sie können das Lernen unterbrechen, dann
wieder mit dem Lernen beginnen, wenn Sie dafür vorbereitet sind. Sie können eigenständig das Wissen vertiefen. Das heißt, ich stelle immer Materialien für diejenigen, die noch vielleicht was nachholen müssen oder für die, die fleißig lernen und mit meinem Tempo weitermachen können. Das heißt, die Binnendifferenzierung ist dadurch auch ermöglicht und das finde ich vor allem von großer Bedeutung, weil ich im Moment auch Kurse habe, wo Studierende sehr unterschiedliche Kenntnisse haben und wenn ich nur für die besten Materialien in die Lernplattform stelle, dann können die Leistungsschwächeren vielleicht nicht so gut mitmachen. Sie können auch kollaborativ lernen, nämlich Moodle ermöglicht, dass Sie in Gruppen arbeiten, dass Sie voneinander lernen und das finde ich sehr, sehr wichtig. Moodle ermöglicht auch, was jetzt im Moment ganz modern ist, Flipped Learning. Also ich kann den Schülern in die Lernplattform verschiedene Materialien stellen, die sie sich zu Hause ansehen oder durchlesen. Sie können etwas recherchieren und dann, wenn Sie in die Klasse kommen, können wir das bearbeiten, können wir darüber sprechen und unsere Kenntnisse vertiefen. Das heißt, Sie bereiten sich zu Hause mit meinen gestellten Materialien vor und in der Klasse wird dann darüber diskutiert und das Wissen vertieft. So was ermöglicht mir alles Moodle. Als Fremdsprachenlehrerin verwende ich ganz viele Videos. Also ich kann Videos aus YouTube in meine Lernplattform stellen. Das heißt, da gibt es den Link und Sie können jederzeit diesen Link finden. Sie brauchen nicht in YouTube nach dem Video suchen. Und dieser Link bleibt auch immer in der Lernplattform. Zweitens, ich kann zum Beispiel Google Drive-Dokumente mit denen teilen und wir können kollektiv dann in diesen Dokumenten arbeiten. Ich kann auch Hot Potatoes Aufgaben in Moodle integrieren. Natürlich auch alle anderen Unterrichtsmaterialien, die mit Windows Office vorbereitet sind oder PDF-Dokumente. Ich kann Links zu diversen Webseiten einfügen. Und dazu gibt es auch Aktivitäten und Arbeitsmaterialien, die von dieser Lernplattform angeboten werden. Und die werde ich später auch ein bisschen vorstellen. Moodle existiert fast seit 10 Jahren und in Slowenien hatten wir ganz, ganz viele Fortbildungen für den Moodle-Gebrauch, so dass fast
jeder Lehrer und jede Lehrerin den Moodle kennt und auch selber verwenden kann. Es gibt auch ganz viele Fortbildungen, die von verschiedenen Institutionen angeboten werden und durch Moodle auch betrieben werden. Also Moodle ist bei uns fast ein Muss. Aber es gibt noch immer Leute, die Moodle nicht verwenden, weil sie denken, dass es zu schwer ist. Aber ich kann Ihnen auch garantieren, dass man gar kein Computergenie sein muss, dass man auch Moodle selber verwenden kann. Wie geht das? Also was wir jetzt weiter lernen, Sie haben früher ein Bild von einer Moodle-Webseite von mir gesehen. Ich werde Ihnen zuerst zeigen, wie man verschiedene Aktivitäten und Arbeitsmaterial anlegt und dann gehen wir selber in einen von meinen Kursen und dann zeige ich Ihnen auch live, wie schnell man das machen kann. Also wir werden zusammen eine Lektion vorbereiten. Also wie auf dem Bild früher zu sehen war, es gibt drei Blockleisten. Die linke Blockleiste, das ist ein Administrationsblock. Die mittlere Blockleiste, das ist eigentlich der Kurs, da gibt es Inhalte, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie man diesen Blog gestalten kann. Ich verwende am liebsten den Themenblog, weil das als eine Lektion ist. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man nach Wochen das anordnet. Das ist vielleicht für die die das zeitlich einordnen wollen, besser geeignet. Für mich, wie gesagt, sind Themenblöcke oder wie ich das sage, Lektionen besser. Die rechte Blockleiste sind eigentlich Updates, da sieht man, was neu in der Lernplattform ist und ganz oben gibt es einen Button, wo man Bearbeiten einschalten muss, wenn man etwas in der Moodle-Plattform anlegen will oder wenn man etwas bearbeiten will. Wieder das Bild von meinem Kurs. Also wie gesagt, es gibt diese linke Blockleiste, das ist die Navigationsleiste. Hier sehe ich, welche Kurse ich alles habe. Und hier bearbeite ich die Kurseinstellungen.
Die mittlere Blockleiste, wie gesagt, ist der Kurs. Ich habe hier oben herzlich willkommen geschrieben, so dass jeder, der in meine Lernplattform kommt, gleich begrüßt wird. Also hier sind alle Aktivitäten und alle Unterrichtsmaterialien, die den Schülern zur Verfügung gestellt werden und alle Aufgaben, die sie bei mir erfüllen müssen. Die rechte Blockleiste, so wie gesagt, da sind eigentlich Neuigkeiten. Man kann natürlich jede Blockleiste ein bisschen ändern, aber das ist schon für die, die ein bisschen mehr wollen und die ein bisschen fortgeschrittener sind. Aber für die Anfänger ist auch diese Standardversion, die von Moodle angeboten wird, ganz gut. Die linke Blockleiste, wie gesagt, ist die Navigations- und die Administrationsleiste. Für uns ist im Moment nur das Bearbeitungsmodus ganz wichtig. Leider habe ich das auf Englisch, weil an der Uni nur die slowenische und die englische Version dazu noch, glaube ich, ein paar asische Sprachen, weil man das auch bei uns studieren kann, angeboten werden, Deutsch aber leider nicht. Aber ich werde versuchen, dann immer das auf Deutsch zu erklären bzw. zu übersetzen. Also Turn Edit Think on bzw. bearbeiten ist ganz wichtig, wenn wir etwas in der Lernplattform machen wollen, weil wir eigentlich als Kursleiter auch Administratoren von der Lernplattform sind. Also die linke Blockleiste, wie gesagt, die Navigations- und Administrationsleiste. Die mittlere Leiste bzw. der mittlere Block ist für die Studierenden, für die Schüler, die in unserer Lernplattform angemeldet sind, das Wichtigste. Hier bekommen sie die Lerninhalte und die Aufgaben. Ja, und jetzt sehen wir uns an, wie man diese mittlere Blockleiste gestalten kann und nach eigenen Wünschen bearbeiten kann. Wie angekündigt, werden wir den Themenblock vorbereiten, ein paar Dokumente hochladen, Links einfügen, eine Dateimappe erstellen, Aufgabe und Glossar erstellen. Das zeige ich zuerst hier. Und dann gehen wir in meine Lernplattform und das machen wir, das wiederholen wir da noch einmal. Wenn Sie Ideen haben zum Thema Musik, das was wir heute auch live gestalten, können Sie frei auch in den Chatbox eingeben und Sie können mir helfen, eine bessere Lektion zu gestalten. So, der Themenblock, das was in der Mitte war, das ist eigentlich der Name von der Person. Ich benenne am liebsten meine Blöcke. Das mache ich so, dass ich hier an dieser Stelle abhaken muss. Nämlich, es gibt die Möglichkeit, dass das immer mit demselben Namen benannt wird. Das gefällt mir nicht. Ich habe es gerne, wenn jeder Block
einen anderen Namen hat. Was wir heute machen, ist das Thema Musik und ich benenne immer meine Lektion, dass die Studierenden auch wissen, wo wir im Moment sind, womit wir uns befassen. Dann kann man hier unten auch schreiben, was in dieser Lektion bearbeitet wird, was wir hier lernen, vielleicht Ziele. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Man kann auch ein Bild hinzufügen, das mache ich auch gerne. Dann sieht die Lernplattform irgendwie lebendiger und schöner aus. Man kann aber auch einen Link anfügen oder die Schrift wechseln und so weiter. Hier habe ich auch Highlighten geschrieben. Man kann auch einen Button klicken und den Themenblock bzw. diese Lektion betonen, dass es noch offensichtlicher ist, wo wir eigentlich uns befinden und was wir im Moment machen. Man kann den Themenblock von den Schülern auch verstecken, dass sie ihn nicht sehen. Für die alten Themen mache ich das nie. Ich lasse das immer offen, weil ich gesagt habe, dass ich es ganz gut finde, dass Schüler mit einem eigenen Tempo lernen. Deswegen lasse ich immer alles offen, dass sie immer wieder zurückgehen können. Was ich verstecke, sind Themen, die noch nicht behandelt werden. Ich lasse nur die Titel offen, so dass sie wissen, was auch im Voraus kommt. Also so einfach kann man die Lektion benennen. Dann weiter, was mir Moodle alles anbietet, das sind einerseits Aktivitäten. Moodle gibt mir ganz viele Möglichkeiten. Ich benutze nicht alle, aber einige sind wirklich sehr gut. Das ist zum Beispiel ein Feedback. Das sind ganz einfache Fragen, eigentlich ein Multiple Choice. Ich frage die Schüler, ob ihnen der Kurs gefällt oder ich frage sie nach der Meinung, dann bekomme ich ganz schnell ein Feedback. Was ich auch sehr gut für DAF-Unterricht finde, ist die Funktion bzw. die Aktivität Glossar. Hier können Kursteilnehmer neue Wörter sammeln, das haben sie dann auch in einem Glossarformat. Wir sehen das auch später. Man kann aber auch anderen Aktivitäten, wie Sie hier sehen, verwenden. Die sind wirklich wunderbar. Und diese Aktivitäten ermöglichen das interaktive Lernen zwischen Lehrenden und Lernenden oder zwischen Lernenden untereinander. Also wie ich gesagt habe, Sie können kollaborativ arbeiten und voneinander auch lernen und dafür sind diese Aktivitäten wunderbar. Ja. Ja,
haben aber auch die Möglichkeit, Arbeitsmaterialien. Wir können ganz unterschiedliche Arbeitsmaterialien in die Lernplattform anlegen, wie zum Beispiel ein Buch. Hier geht es um mehrwertiges Arbeitsmaterial, sozusagen in einem Buchformat, das Sie zum Beispiel durchlesen müssen und sich auf die nächste Stunde vorbereiten oder die Datei, das ist irgendeine elektronische Form von dem Arbeitsmaterial. Dann Lerninhalte als EMS-Content-Paket, externe Webseiten, das sind Links, Textfelder, die werden direkt auf der Kursseite angezeigt. Ich verwende das sehr gerne. Das sind eigentlich kurze Überschriften, kurze Texte, die den Schülern helfen, dass sie sich schnell zurechtfinden, wissen, was sie mit dem Material, das in meiner Lernplattform ist, zu machen ist. Dann weiter die Textseite. Das ist eigentlich ein Textdokument, das in der Moodle-Lernplattform erstellt werden kann. Das benutze ich eher seltener. Oder man kann auch ein Verzeichnis vorbereiten, dass sich Schüler auch schneller zurechtfinden, was alles in der Lernplattform zur Verfügung steht. Also eine Menge von Angebot, das Moodle selber uns zur Verfügung stellt. Wie Sie früher schon gesehen haben, gibt es aber auch ganz viele Möglichkeiten, die nicht direkt vom Moodle angeboten werden. Dagmar fragt, was EMS-Content. Dagmar, das sind Lernpakete, die man auf verschiedenen anderen Webseiten finden kann, zum Beispiel Learning Apps, wenn Sie das kennen, wie ein SCORM-Paket, das wird von anderen Seiten betrieben und kann in die Lernplattform hochgeladen werden, wie externe Links, aber ein bisschen komplizierter vorbereitet. Hoffentlich habe ich Ihnen dadurch geholfen. Ja, also, wie kann man jetzt Dokumente hochladen? Das ist der erste Schritt. Damit können wir unsere Lernplattform bereichern. Aber die Lernplattform ist eigentlich nicht nur eine große Bibliothek von unseren Dokumenten, soll auch nicht sein. Denn wenn wir nur ganz unterschiedliche Dokumente hochladen, die von Schülern gelesen werden müssen, ist das nicht wirklich interaktiv. Aber wir haben ganz viele Arbeitsblätter in verschiedenen Formaten, die hochgeladen werden müssen, und mit dieser Funktion können wir das auch machen. Also in der Lernplattform, wie Sie hier
auf dem Bild sehen, gibt es einen Knopf, einen Button, Add an Activity oder Resource. Das sind jetzt diese Aktivitäten und Arbeitsmaterialien, von denen ich gesprochen habe. Man klickt einfach hier drauf und dann hat man die Möglichkeit, etwas hochzuladen. Also einfach hier draufklicken und dann öffnet sich ein neues Fenster. Wir klicken auf Datei, hier bei mir File. Dann öffnet sich wieder ein Fenster. Hier ganz oben geben wir den Namen von dieser Datei, die wir hochladen möchten. Diesen Namen sehen die Kursteilnehmer dann in unserer Lernplattform. Dann eventuell noch eine Beschreibung. Bei mir ist das ein Muss, aber ich weiß, dass man das auch ausschalten kann. Und dann ganz einfach mit Drag and Drop kann ich hier meine Datei ziehen und hochladen. Ich warte ein paar Sekunden und die Datei wird von selber hochgeladen. Dann klicke ich einfach auf Save und schon ist das gewünschte Dokument in der Lernplattform. Also ganz einfach mit ein paar Klicks kann man Dokumente hochladen. Als ich als Anfängerin mit Moodle gearbeitet habe, als ich angefangen habe, waren das auch die ersten Schritte. Ich habe da einige Dokumente hochgeladen, die ich für meinen Kurs verwendet habe und die ich den Schülern zur Verfügung gestellt habe. Ich schlage vor, dass Sie aufmerksam Dokumente auswählen, nur das, was Schüler wirklich brauchen, denn wenn man zu begeistert ist, dann kann man viel zu viel in die Lernplattform stellen und dadurch können wir auch die übersehen und Schüler wissen nicht, was sie eigentlich wirklich lernen müssen. Das kann auch eine Gefahr sein, wenn wir zu begeistert sind. Also diese Funktion, Dokumente hochladen, ist wie eine Bibliothek. Was ich auch ganz wichtig finde, diese Lernplattform gibt mir die Möglichkeit, dass ich ganz viele Links einfügen bzw. einbetten kann. Videos aus YouTube sein, das können Experten sein, die ich im Unterricht verwenden möchte und dafür klicke ich wieder auf Arbeitsmaterial oder Anlegen, so wie Sie das bei Dokumenten früher gesehen haben, wieder bekommen Sie dieses Fenster hin. Jetzt klicken Sie aber auf URL, das ist die Abkürzung für den Link. Und dann kommt wieder ein Fenster, wo Sie diesen Link den Namen geben, eventuell noch eine Beschreibung, was das ist und hier kopieren Sie den Link von der Webseite oder von dem YouTube-Video
dass sie den Schülern gerne zeigen möchten und dann auf Speichern und los geht's mit dem Video oder mit der Webseite. Das finde ich auch sehr nützlich, weil das auf einem Platz ist und Schüler brauchen das nicht dann auf YouTube zu suchen und so weiter. Das ist immer hier Ihnen zur Verfügung gestellt. Die einzige Gefahr, das muss ich aber noch erwähnen, ist, wenn wir externe Links benutzen und die von den Besitzern weggenommen werden bzw. geschlossen werden, dann funktioniert diese Verlinkung nicht mehr. Aber das ist eher selten der Fall. Eine weitere Funktion, die ich auch sehr nützlich finde, ist die Dateimappe. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Datei und Dateimappe? Beziehungsweise zwischen dem Dokument der Mappe. Als Dokument kann ich nur ein Arbeitsmaterial beziehungsweise ein Dokument oder eine PowerPoint hochladen, wenn ich die Funktion Dateimappe wähle. Dann kann ich gleich in einer Mappe mehrere Dokumente geben. Das ist vor allem gut, wenn ich unterschiedliche, viele Dokumente auf die Webseite geben möchte. Wenn das in einer Mappe ist, ist es viel, viel übersichtlicher, als ob 10 Dokumente hintereinander angereiht sind. Es sieht auch viel schöner aus. Wie funktioniert das? Also ich klicke hier auf Folder bzw. Dateimappe. Ich komme wieder zu einem Bearbeitungsfenster. Ich benenne wieder die Dateimappe, schreibe eine Beschreibung und dann ziehe ich alle Dokumente, die dazu passen, in diese Mappe. Rein. Dann einfach Save, das wissen Sie schon, und schon ist die Dateimappe erstellt. Das waren die
Arbeitsmaterialien und die sehen wir uns noch ein paar Aktivitäten. Die erste Aktivität ist die Aufgabe und die finde ich wirklich toll. Diese ermöglicht mir, die Arbeiten von Schülern einzusammeln. Ich kann Kommentare dazu schreiben und mit dem Bewertungssystem kann ich das auch bewerten, entweder mit der Prozentzahl oder ich schreibe die Note dazu. Von jedem Teilnehmer habe ich dann auch eine Note, die ganz schön von Moodle selbst in der Form einer Tabelle gezeigt werden. Da werden auch alle Noten gesammelt und am Ende des Kurses habe ich die Übersicht, beziehungsweise ich habe die ganze Zeit diese Übersicht, was Schüler schon gemacht haben, wie gut sie waren. Ich kann sie damit ermuntern, dass sie mehr machen, dass sie dann und so weiter. Das ist wirklich eine tolle Funktion. Früher haben meine Schüler die Arbeiten, die sie schriftlich gemacht haben, per E-Mail geschickt. Und das war ein großes Durcheinander. Ab und zu habe ich was gelöscht oder ich habe vergessen, wo das ist. Oder sie haben das nicht zur passender Zeit geschickt und so weiter. Aber hier mit dieser Funktion habe ich jetzt alles auf einem Platz. Wie funktioniert das? Wieder klicke ich in dem Themenblock auf Aktivitäten, Arbeitsmaterial anlegen und ich nehme diese Funktion hier oben, Assignment auf Englisch oder Aufgabe auf Deutsch und ich betitle diese Aufgabe, dann schreibe ich hier in diesen Kasten, was von den Schülern erwartet wird, was sie machen sollen. Also den Titel gebe ich hier rein, dann die Beschreibung bzw. die Arbeitsanweisung. Dann habe ich die Möglichkeit, den Zeitrahmen einzustellen, von wann bis wann diese Aufgabe zu machen ist. Ich kann auch schließen, dass nach der Frist nichts mehr abgegeben werden kann. Hier stelle ich den Zeitrahmen für die Aufgabe ein. Dann kann ich einstellen, wie groß diese Datei sein kann, wie viele Dateien sie abgeben können. Weiter kann ich das Bewertungssystem mir anpassen. Und am Ende klicke ich dann auf Speichern und schon ist die Aufgabe erstellt. So, die letzte Funktion, die ich heute zeigen möchte, ist das Glossar. Wir kennen jetzt schon, wie das läuft, vermute ich. Das klicke ich
hier in dieser Aktivitäten Angebot auf Lusa. Ich bekomme wieder ein neues Fenster. Hier drauf schreibe ich in diesem Kasten den Namen von dem Glossar zum Beispiel. Zu einem Thema. Zum Beispiel Musik. Dann die Anweisung hier an. Und ich klicke einfach auf Speichern und schon habe ich mein Glossar hier. Hier oben auf Add a New Entry klicken die Schüler und sie geben ein neues Wort an. Wenn Sie diese Funktion verwenden, schlage ich vor, dass Sie den Schülern erklären, sie sollen zuerst das Wort schreiben, hier in diesem Fall Substantiv, und erst dann den Artikel dazu, sonst gehen alle Wörter unter D, weil alle Artikel in der deutschen Sprache auch beginnen. Wenn zuerst das Wort geschrieben wird, wie in diesem Fall mit dem Anfangsbuchstaben auf B, dann geht auch dieses Wort unter B. Und alle Einträge sind dann schön alphabetisch gesammelt und man kann durchklicken und sich ansehen, was alles in diesem Glossar schon ist. Wie wir hier in diesem Beispiel sehen, wir haben das Wort Wir haben den Artikel, eine kurze Beschreibung. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man ein Foto dazu gibt, dass man sich auch besser vorstellen kann. Ja, vom Wissen muss man irgendwie zum Anwenden kommen. Und wir gehen jetzt gleich in meine Lernplattform. Nadja, gut, jetzt sehen die Teilnehmer meinen Bildschirm. Ich gehe gleich ins Internet. Bin ich schon auf der Moodle-Lernplattform von der Uni.
Die Lernplattform ist immer auf einer Webadresse. Ich muss mich anmelden. Und dann Anmeldung komme ich gleich in die Lernplattform rein und hier können Sie schon alle Kurse sehen, die ich an der Uni habe. Für jeden Kurs habe ich auch ein eine Lernplattform. Okay, Nadja, können wir uns das jetzt sehen? Heute gehen wir in meinen Kurs Jesikona Praxa. Okay, so, ich mache das jetzt kürzer. Wir sind schon in der Lernplattform. Und die rechte Blockleiste und die linke kann man auch beliebig einstellen. Ich habe das so gelassen, wie